Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream, und ich heiße euch jetzt willkommen in War Thunder. Heute werde ich die USS Wilkinson mal testen, ne, in eine schöne Schlacht reingehen und mal gucken, was dieses Schiff kann. Ja, wir gehen noch mal kurz die Daten durch. Habe ich ja schon mal durchgemacht, aber trotzdem gehen wir noch mal durch. Also die USS Wilkinson, komischer Name, echt ey, ist mit 4 Torpedos bestückt, hat 2 Türme vom Kaliber 5 Inch, da gehen wir gleich genauer drauf ein, und nochmal 2 von 3 Inch, jo. 403 Mann Besatzung, 83 km/h schnell, ich hoffe, das erreiche ich. Und ja gut, schutztechnisch nur für den Turm hier, und das ist nicht viel, 31 mm. So, die Schnellschussfunktion von dem Hauptgeschütz liegt hier bei, Moment, Feuerrate der ersten Stufe, 40 Schuss pro Minute. Das geht zweimal, weil die Bereitschaftsmunition beträgt ja 80, ne? Also 40 Schuss, also zweimal hintereinander könnt ihr, in 2 Minuten könnt ihr regelrecht sehr schnell 80 Schuss durchballern. Danach sind es nur noch 27 Schuss pro Minute. Da muss die erste Salve und die zweite wortwörtlich muss da richtig schön halten, also reinhauen, ne? Ansonsten ist man, glaube ich, der Angeschissene, würde ich behaupten. Muss jetzt nicht gerade sein, aber kann sein. Ja. Das zweite Geschütz dahinter ist übrigens eine Flak. Im Übrigen, wir haben hier auch einen Raketenwerfer. Wie der jetzt funktioniert, fragt mich erstmal noch nicht. Das werden wir dann sehen, ob wir den richtig nutzen können. Er ist halt gegen U-Boote gedacht, ne? Ja. Er ist gegen U-Boote gedacht und... Ja, kann man damit auch Schiffe platt machen, ne? Gucken wir mal. So, das Hauptgeschütz ist ein 127 mm Geschütz, ne? Und das die Zweitgeschütze, oder sagt die Flugabwehrgeschütze, das ist eine 76,2 mm. Klingt heftig, ist es auch. Macht auch, na gut, die erste HE macht nur 8 mm und die zweite auch. Auf die Frage, in welche rüstet man dann für diese Flugabwehr am besten aus? Hier die zweite, würde ich behaupten, weil die ist natürlich deutlich besser, ne? Die hier muss bei Einschlag treffen und die hier tut schon aufgrund von Zeitzünder und vielleicht auch Funksignale in der Nähe des Flugzeugs einfach mal hochgehen und das Flugzeug beschädigen. Schwer beschädigen, muss ich dazu sagen, schwer. Ja, bei dem Hauptgeschütz haben wir stinknormal HE erstmal am Start, dann haben wir eine SP-Standardgranate am Start, die auf 7500 Meter 138 mm Durchschlagsleistung hat, auf Winkel von 0 halt. Ja, und das, ja gut, ich glaube, das werden wir nicht in Betracht ziehen, eine HEVT zu verwenden, ne? Also ich sag's mal so, die hier und die hier, das, die müsst ihr euch merken, die werden es sein. Oh. Entschuldigt, gleich niesig. Ich versuch's zu vermeiden, aber meine Nase ist da widerspenstig. Ich versuch's. Oh. Ja, so sollte man nicht unterdrücken, ich weiß, aber ist gerade in so einer Aufnahme ist es ganz beschissen. Wirklich ganz beschissen. Ich habe auch Angst, trotz Impfung und den ganzen Scheiß, trotzdem an dieser Scheiße zu erkranken, ne? Also, man hat schon öfters von Leuten gehört, die sind trotzdem dran erkrankt und sind dann im Krankenhaus gelandet. Und dann denke ich mir so, jo, was bringt dann die Scheiße? Hm, ja. Ich glaube, selbst unsere Fachleute wissen nicht, was die Scheiße bringt. Jo, dann wollen wir mal sehen, was dieses Schiff kann. Wichtiges werde ich noch schnell machen hier. Und wir gehen dann zu... gut. Ja komm, wir machen alle drei. Wir machen alle drei. Wenn das Ding geil ist, dann werden wir es nicht bereuen, ne? Das Ding hat halt Premium-Status, wie ihr seht, und hat einen Kostenpreis von 1150 Golden Eagles. Das ist jetzt kleine Brieftasche, wirklich kleine Brieftasche, ne? Also ich versuche das mal mit euch grob zu errechnen. Moment, der Golden Eagles-Preis liegt ja hier bei 6,60 Euro. Plus nochmal 1 Euro dazu, also 7,60 Euro, das geht. Das ist, eigentlich geht das noch für 7,60 Euro, nur trotzdem erwarte ich, dass ich für 7,60 Euro natürlich sehr viel Spaß bekomme, ne? Ja, wir sind hier im Rating 4,7 unterwegs. Ja, ich habe jetzt nicht viel im 4,3er, also das Schiff ist ja Rating 4,3.
kann noch mal gucken, aber bei den Amis ist das Problem Rating 4.3. Ihr seht, hier gibt's kaum was mit 4.3. Wir haben hier noch die 4.0er zu bieten und das war's dann. Gut, hier die Mitscher, ist klar, die hat auch Rating 4.3. Aber schon, ihr seht es, wie es aussieht. Im 3.3 Bereich sind nur zwei Stück unterwegs. Gut, drei, wenn man hier die Wellborn noch mitzählt. Die übrigens nur 250 Gold Eagles kostet. Dann haben wir hier die, ja, Elwin, ich weiß nicht, ist gehört zur Fahrergutklasse, Bummaus. Dann, ja, war es das schon wieder. Also 4.3 im Prinzip. Wenn man mal so die Premium-Dinger sich wegdenkt, haben sie im Rating 4.3 eigentlich mal so gar nichts zu bieten, ne? Da geht schon los, eigentlich, also zumindest die Mitscher, dann nur noch die 4.7er und dann kommen schon noch 5.0. Ja, da kommt noch mehr über die Jahre hinweg. Na, da kommt noch mehr. So, dann auf die Schlacht. Wollen wir mal gucken, was wir heute kriegen. Ich will die Fidschi-Inseln mal wieder sehen. Ich weiß nicht, ich vermisse die. Ich mag die Karte mit den Fidschi-Inseln. Das ist irgendwie was Schönes, ne? Finde ich schön dort. Ja. Im Übrigen ist euch bestimmt schon aufgefallen, ich hatte etwas kleinere Flugzeuge mit eingepackt. Ich habe letztens in so einer kleinen Schlacht, Rating 4.3, habe ich jemanden mit einer A20G gesehen und habe gedacht, komm, das machst du auch mal. Weil die A20G ist geradewegs in diesen Matches eigentlich top. Die hält sowieso generell viel aus, ne? Zu viel hält sie aus. Und, naja. Was machen jetzt hier die Kreuzer drin? Wir sind auf Rating 4.3. Ah, guck mal. Okay. Wir sind auch mit kleinen Stiftchen. Okay, das höchste 5.0 ist die USS Detroit gerade. Und ansonsten... Oh, da ist jemand mit der Moffat unterwegs. Ja, ihr wisst ja, ich habe ja meinen Respekt vor der Moffat und ich fahre sie auch ganz gerne. Also... Das ist ein Schnellfeuermonster. So, jetzt wollen wir mal apropos Schnellfeuer. Wir wollen jetzt mal gucken, ob das Ding hier ein Schnellfeuer ist. Okay, das sind 1,7 Sekunden pro, ne, Schuss. Und die kommen sehr quer. Bin ich also verschätzt. Jetzt sagt das Ding wieder da. Ja. Was? Ach so. Ja, wundert euch nicht. Es gibt ja, bei den Amerikanern gibt es ein, das ist die Detroit, die verfügt über die Möglichkeit, ein Flugzeug loszuschicken. Ne? Der hat einen Katapultteil. Und der probiert es gerade aus, der Typ mit der Sock. Oh. Wer hat das Ding geschickt, ne? Gleich zu Anfang. Unverschämtheit. Ja, hup. Nöt. Ja, auch. Nöt. Dieses Rumgehupe geht mir allmählich auf den Nerv. Oh, der da vorne ist sehr schnell. Sehr schnell. Das Nachteil muss ich sagen, wir haben nur eine Kanone für vorne. Ne? Eine einzige Kanone. Warum treffe ich nicht? Ah, okay. Jetzt treffe ich. Ah, er ist schneller unterwegs als sonst. Ziemlich übel beschädigt, der Kerl. Noch ein Torp. Und noch ein Torp. Ah, den zweiten werde ich nicht überleben. Was ein Mistsack. Wenn wir umschalten. Blöder Misthund. Ja gut, wir müssen jetzt leider warten, bis die Reparaturen abgeschlossen sind. Ich habe die nicht auch tot. Und gerade ein bisschen ungünstig. Weil da vorne ist nun mal leider ein Spieler. Wir laufen gerade auf. Komm, hier wird doch mal ein bisschen Reparatur geleistet, oder nicht? Ich glaube, ich habe den falschen Beschützer aktiv. Ich war das nett. Aber gut, dass der weg ist. Da ist eine SKR unterwegs.
Lässt dein Fahrzeug in? Nein, will ich gar nicht. Ich will nur das Fahrzeug zurücknehmen. Autsch. Mein Gott, sind wir schwer beschädigt. Richtig übel beschädigt. Ich guck mal, ob ich das Ruder nutzen kann. Nee, nein. Also das Ruder ist immer noch nicht nutzbar. Oh je. Also die Reparaturen dauern sehr lang. Wir haben es gerade auf dem Flieger. Ah, schade. Also das ist wieder so eine miese Geschichte. Aber wir haben ja zum Glück Gutschein. Na, zum Glück haben wir den Gutschein genommen. Aber trotzdem, ist schon wieder eine ganz miese Geschichte geworden. Boah. Und das mitten in den Spawn rein. Also da hätte ich gern noch ein bisschen was verändert. Ich weiß nicht. Dass aber einen gewissen Kilometer stand, wenn man dann gespawnt ist, ne, dass die Torhaupten dann gleich uns töten. Weil das ist ein bisschen assi. Sie ja gleich in den Spawn rein. Ja, okay. Es ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber andererseits, ihr müsst ja auch mal, ihr müsst ja selber aus eigenen Empfinden dann da, wie scheiße das ist. Da spawnst du gerade und musst dich, wenn du auch noch die Zeit hast, im Zickzack zu fahren. Weil irgendwie so Spawnschutz bei den Schiffen ist hier gar nicht mehr drin. Also, zumindest habe ich das in letzter Zeit so gar nicht mehr gesehen, Spawnschutz. Wir sind schwer beschädigt. Können wir gar nicht mehr schießen. Aber ich kann mit der anderen Kanone schießen. Das ist eine 76er, die ich gewonnen habe. Okay, da ist jetzt hier das gegen die Flugabwehr aufgesteuert. Das muss ja jeder verwenden. Gegen das Flugzeug. Schade eigentlich, also die Chance wird uns jetzt leider nicht geboten, so voll und ganz das auszutesten, weil wir hier wieder in die Runde geschickt worden sind, wo zum Beispiel sowas wie eine Detroit gespawnt ist. Und ich es einfach schade finde, dass die Chance mir wirklich nicht mehr was Gutes mal hier zu präsentieren. Jupp, Munivorrat. Hat er gezielt? Ich glaube, er hat drauf gezielt. Na gut. So viel dazu. Ja. Was die können, kann ich schon lange. Ach nee, das ist ein Kanonenboot, richtig? Ja. Habe ich kein Torpedoboot am Start? Doch, habe ich. Dann machen wir mal die PT rein. Ach so. Da. Ja, ich könnte die Mitscher zu Ende leveln, aber das mache ich dann ein andermal. Ne? Oh. K2. Die könnten wir zum Beispiel. Das Geile mit dem Ding hier ist ja auch noch, wir haben Raketen an Bord. Das ist so geil. Die Flak macht ihren Job. Ich sehe gerade auf der perfekten Linie. Da ist jetzt. Ja, das ist jetzt wieder so ein Punkt. Man muss es selber abschätzen. Nein, doch nicht. Ich habe das Teil jetzt nicht gerade gesehen. Okay. Ich habe das Teil jetzt gerade nicht gesehen. Ja, gut. Kann ich nur vermuten, ob der auch wirklich... Und ob ich mit den Raketen treffe, das ist so die Geschichte der...
Eventuell. Er weicht mir aus. Versuch's auch. Gleich nur so einfach. Oh, nee. Also das, was die Kollegen da immer wieder machen, ich kann das nicht. Ich bin da nicht gut genug für. Oh, schade. Schade, schade, schade. Ja, ist schwierig. Schade, meine Torps werden bestimmt keinen mehr klatschen. Gehe ich davon aus. Jetzt sind hier zwei USS Detroit drin. Ja, also selbst hier gibt es leider Rating-Problem. Ja, selbst hier gibt es halt nun mal leider ein Rating-Problem. Gut. Wir sind jetzt Rating 4-7. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Premium, das eine Schiff da rausnehme, das ich da habe, das 4-7 rausholt, dann sind wir dann auf 4-3 wortwörtlich. Ich glaube, das machen wir auch mal. Die Kurbel einfach mal kurz rausnehmen. Aber selbst beim 4-3er Rating haben wir nicht zu 100% die Bestätigung. Nee, das war das Falsche. Aber schaut mal, das Ding hier ist mit der Wilkinson eigentlich... Ja. Ach, guck mal. Das sieht, fällt mir jetzt erst auf. Guck mal, das ist die Mitcher. Die sogenannte Mitcher-Klasse. Und die Wilkinson ist auch Mitcher-Klasse. Okay, also... ja, gut. Mit Zeitstempel und Rating, das brauchen wir jetzt nicht mehr zu bestreiten da, weil da hat Gaijin ja jetzt deutlich gesagt, wir machen das so mal so. Zeitlinie können wir nicht direkt nachgehen, weil dann gäbe es dauernd diverse Unterschiede und Ungereimtheiten oder so und ja, wäre dann wohl unfair oder sowas. Naja, weil 1958 und hier 1954. Na ja, gut, dann ist das so, ne? So, wir haben jetzt trotzdem Rating 4.3. Wenn es dann mal auf hart kommt, dann nutze ich einfach mal irgendwie hier so... Ja, nehme ich die andere Mitsche einfach an Start. Aber da hat sich viel getan, muss man sagen. Warte mal, vergleich mir mal das mit der anderen Mitsche-Klasse. 83 km/h. Okay, hier ist noch nicht ausgebaut, ne? Das ist schlecht mit dem Vergleichen, weil hier ist noch nicht ausgebaut. Das müssen wir dann mal ein andern Mal machen mit dem Vergleichen. Wenn das Ding durch ist, jo. Könnten wir, aber trotzdem glaube ich nicht, dass das Ding hier 85 km/h hinlegen. Obwohl, wir sind bei 65. Weiß nicht. Die Bewaffnung ist fast gleich mit dem Unterschied. Hier sind nochmal 4x20mm Olicons am Start und hier hat man die weggelassen. Ja, Niederlage. Niederlage. Naja. Gut, Knut. Dann nochmal in die Schlacht. In der Hoffnung, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. Ne? In der Hoffnung. Das ist ja immer so. Man hofft es, aber nicht immer ist die Garantie. So. Ja, rein in den Salat. Ne? Rein in die ganze Menge. Wollen wir mal gucken, was wir anrichten können. Wen wir alles vernichten können. Oh, warte, zu spät. Mir ist was aufgefallen. Ah, ne, wir lassen das mal mit der mit dem Splitting-Funktion der Luftabwehrmunition. Lassen wir das mal so gesplittet, weil es hat sich auch effektiv herausgestellt, dass man damit kleine Boote platt machen kann. Also. So, dann wollen wir mal hier sehen. Ja, schon wieder hier. 5-0er Rating mit am Start. Also. Ja. Es ist keine Wonne mehr. Du wirst einfach nur durchgehen. Durch die Bank wirst du einfach nur gegen die Großen gespawnt. Ohne dass du es willst. Meine Torps haben keine so gute Reichweite. Also ich werde es trotzdem mal rausgehen. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es da rüber zu driften. Das ist vielleicht was Gutes. Ich habe mich nicht mal den mir anzeigen lassen eigentlich.
zum Beschießen. Und der da hinten, der erste, der hat ein bisschen mehr Probleme. Seht ihr? Der da. Der ist so ein bisschen mehr angeschissen gerade. Mal gucken, ob ich das nicht verschätzt habe. Nein, 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 es geht. Aber ich muss tiefer halten, oder? Ich habe das Geschütz jetzt einfach nur verzogen. So, zu spät. Und eben der nächste, da muss halt nicht. Der ist auch schon tot. Au! Was war das jetzt? Wie kam das von der Seite? Das kam da einfach mal so von der Seite. Ich weiß nicht, was da eben war. Hat da jemand schon sein Flugzeug gestartet, ja? Hier richtig seitlich was ab und ich weiß nicht warum. Ich guck da gleich mal nach. Was? Ich sehe jemanden an der Seite? Nö. Ich sehe hier niemanden an der Seite. Ich krieg hier aber seitlich und hinten krieg ich... Ah, mein Gott. Naja. Ausweichen. Wieder hier ausweichen. Schlimm. Wow, ey, so schlimm war es schon lange nicht mehr, als wäre hier so ein japanisches Schiff drin. Ich glaube, da hinten ist irgend so ein Schiffchen, das ständig um mich schießt. So ein kleines, wisst ihr, was ich meine? Oh, da hinten ist ein Tobruk. Ups, der kam quer, das habe ich selbst jetzt gesehen erst. Der quer kam. Oh, der kam gut. Ein bisschen niedriger zielen und ein bisschen rüber und dann treffe ich auf seine Türme. Oder auch nicht. Also seine Türme treffen ist gerade richtig schwierig. Ausweichen, verdammte Insel. Wer packt hier die Insel hin? Wer hat da die Insel hingepackt? Den möchte ich gerne die Schädeldecke abschrauben. Ja, jetzt kommt der Schuss hier quer. Scheiße. Oh. Ich kann keins der Geschütze nutzen. Mein Torp hat was? Nee, ich wollte schon sagen, meine Torp hat was erreicht. Ja, meine Torp kann ich gerade nicht nutzen. Keine Chance. Also in der großen schieren Masse geht dieses Schiff nun mal leider unter. Aber war ja auch zu erwarten. Ne? Ich meine, es ist ein Zerstörer. Man geht mit dem Zerstörer natürlich anders da in die Schlacht ran. Aber ich teste ja jetzt hier die Extreme. Ne? Ich teste ja hier wirklich, was passiert in der absoluten extremen Situation. Kann das Ding trotzdem in einer sehr gefährlichen Situation trotzdem in einem Mann stehen? Und... Ah, nein, ist eher nicht so. Das eine Geschütz ist wirklich in der Front wirklich ein Nachteil, muss ich persönlich sagen. Also, dass man nur ein Geschütz hat, das nach vorne schießt, gut. Ja, wie gesagt, die Flak, die ihr da habt, oder das Zusatzgeschütz, es schießt auch. Aber nicht so effektiv und nicht so punktgenau, wie ihr das tut. Ja. Da ist halt schon wieder der Schwachpunkt. Also, aber die schnellen Schüsse hintereinander, das merkt man schon. Man braucht nur den Mausfinger aufhalten auf der Maus, ne? Und man trifft. Nur das hier nervt gerade. Autsch. Ey, so viele Torps schon wieder. Als hätten, ich weiß nicht, Mikuma oder sonst irgendwie Mikuma, wie heißt das andere Ding nochmal? Ich weiß nicht mehr. Achisaki, als hätte Achisaki gerade so seinen Sack entleert, ey. So kommt mir das vor. Ist das tot überhaupt? Nee, weil er gerade in die Kurve zieht. Alter Schwede, ey. Hier kriegst du richtig einen eingeschenkt. Ja, ich mach dasselbe wie der Kollege. Ich versuche mich gerade noch vom Acker zu machen. Verpissen. Warte. Shit.
Nee, den überlebe ich nicht. Nee, keine Chance. Keine Chance. Da bin ich ein bisschen selbst schuld, das habt ihr aber auch gesehen. Ne? Der bin ich selbst schuld gewesen. Na gut. Na, dann gehen wir mit der Mitscher rein. Die eigentliche Urklasse. Die eigentliche Urklasse. So. Na, ich mag es bei den Amerikanern ja deutlich mehr mit mehr Geschützen. Da gibt es halt so diverse Modellreihen wie Corvel Co. Die lassen grüßen. Die haben natürlich mehr Geschütze am Start. Schaut euch das an. Schon wieder im Spawn hier. Im Spawn schon wieder ein Torp. Das ist echt übel. Ja, hup, hup. Ist gut, ich bin doch auch über Reichweite von diesem Teil. Also jetzt mal ehrlich, jetzt gehen wir nicht auf den Sack hier. Aber selbst die normale Mitscher, also die allererste Mitscher von der Mitscher-Klasse hier, selbst die hat einen schnellen Schuss voll, wie ihr seht. Also es gibt keinen großen Unterschied. Er ist auch auf 1,7 gedrillt. Ja, man kann halt nicht. Zumindest hätten sie mehr Rohre reinpacken können. Vielleicht noch ein Geschütz dazu, ne? Also zumindest ein Rohr da reingepackt. Weil umso mehr Rohre, umso besser, würde ich sagen. Aber, ja gut, was willst du da machen? Da gab es halt Kommunikationsstörung, würde ich sagen. Also ich voll daneben. Na gut, einmal hat er jetzt getroffen. Säuft der gerade ab? Dann schieße ich nämlich auf den Kadaver, würde ich sagen. Das sieht da, ja, ich habe auf den Kadaver geschossen, oder? Ich glaube ja. Ich habe gerade auf den Kadaver geschossen. Ich wundere mich schon, warum ich keine Schadenszahlen kriege. Tja. Oh, das nervt ja voll, ey. Könnt ihr mal das mit den Torps lassen? Ja, obwohl, was erwarte ich? Das sind alles Zerstörer, genau wie ich. Nur, dass meine Torps einfach nicht top sind. Meine haben nur eine Reichweite von, ich glaube, es waren 4 oder 5 Kilometer, das ist gar nichts. Alter, ich gebe der Moskva gerade so eine rein. Oh, der ist sowas von hinüber. Okay, da hinten ist ein Kreuzer, ein ganz schwerer Kreuzer sogar. Da hinten ist ein Tascent. Autsch. Und der gibt mir gerade mal so einen schönen Schuss rein. So schön, wie fast wie ein Heli. Natürlich, Hauptgeschütz im Eimer, Mistsack. Ich kann gerade nicht steuern, ich kann gar nichts machen. Komm, treib mal die hier die Reparatur schneller voran. Können wir aber knicken. Ich glaube, die Instandsetzung des Hauptgeschütz kann ich nicht mal knicken. Zum Glück haben wir ja noch die Nebengeschütze. Das sind nicht die absoluten Top-Teile, aber bisschen bekämpfen kann ich damit das Teil da. Ich will aber nicht das Gefühl, dass ich treffe. Ist der Mikro auf was? Ich glaube, das ist scheiße angeordnet, die Dinger. Ja, die Zweitgeschütze sind scheiße angeordnet. Da trifft man nichts mit. Deshalb die Weiterentwicklung, Leute. Deshalb haben sie ein bisschen was rumgeschraubt. Ja, ich sag's mal so. 1150 Golden Eagles kann man mal machen. Ne? Ist aber nicht zwingend notwendig. Ich sag's mal so. Ist kein schlechtes Schiff. Negativ. Das eine Geschütz vorne. Ein Geschütz. Ein verdammtes Geschütz. Das ist mir zu wenig. Ein Geschütz, nur ein Rohr drin. Hätten sie zwei Rohre, okay, perfekt, top. Aber nur ein Geschütz nach vorne ist ein bisschen doof. Gut, wie gesagt, das Ding hier schießt auf Flugzeuge, auf Schiffe. Ja, Raketenwerfer konnten mir jetzt gar nicht zu nutzen. Ich habe nichts, ich habe keine Funktion gesehen, um den Raketenwerfer zu nutzen. Und da muss ich persönlich sagen, scheiße. Das ist richtig scheiße. Also, ja. Irgendwie konnten wir den jetzt nicht nutzen. Er ist hier drin, ne? Er ist hier vorhanden.
Aber irgendwie können wir nicht damit um. Wir können nicht umschalten auf diese Bewaffnung. Wir können nicht damit schießen. Und das ist halt der negative Aspekt. Also ich hoffe, da wird noch was gepatcht, dass ich dann die Raketen dann auch nutzen kann. Gut, die werden dann nicht auch so extrem, nicht so extrem effektiv sein, aber ja. Gut. Hier steht ja auch, gestattet den Abschuss von ungelenkten Raketen oder raketenangetriebenen Bomben. Klingt ein bisschen doof. Aber ist halt so. Ja, und hiermit. Ach, okay, Entschuldigung, ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück, ich habe die falsche Einstellung drin gehabt. Oh, Scheiße. Ja, gut, da hätte ich jetzt mal drauf achten sollen. Leute, ich wollte nicht auf die Torps gehen, weil die Torps. Oh, doch, wartet mal, ich habe mehr Reichweite als ich dachte. Hä? Ich glaube, ich verwechsel gerade die Reichweite mit irgendeinem anderen Schiff. Aber sowas von. 13,71 Kilometer. Die Torps sind also nicht scheiße. Das ist halt nur ein scheiß Winkel, wie ich die abfeuern kann. Gut, dann ist das Ding nicht ganz nutzlos. Jetzt haben wir den Raketenwerfer nicht ausprobiert. Das ist jetzt doof. Wisst ihr was? Wir machen kurz. Ja, ich weiß, Testfahrt ist jetzt nicht gerade der absolute Top-Hit. Aber ich will nur mal sehen, ob die Dinger, ob man die nutzen kann für nach vorne schießen und nach hinten. Ne? So, wir können diesen Tor, diesen Raketen, okay, wir können ihn zur Seite machen. Das ist schön. Gucken. Oh mein Gott. Das ist die Reichweite. Oh Gott, Leute. Bis das Ziel erreicht hat, die Rakete. Das ist ja sowas von lächerlich. Und eine bessere Reichweite kriegen wir gerade nicht hin. Nee, eine bessere Reichweite ist gerade nicht hin. Mal sehen, ob wir tatsächlich das da hinten treffen, ne? Jetzt mal ein bisschen höher halten. Oh mein Gott. Das ist ja voll langsam. Nee. Halt noch mal höher. So, mal gucken. Oh mein Gott, wie hoch wir halten müssen. Rum. Ach, guck mal. Hat er jetzt hier so ein Ding dabei, so ein Anzeigeding, wie du das hier hochziehen musst oder was? Nee, das aus. Und das Ding explodiert sogar in der Luft. Okay, die Raketen sind also nicht so effektiv, wie wir das gehofft haben. Ich weiß, das war nur der Testbereich, aber ihr wisst ja, da geht das manchmal auch. Okay, die Raketen sind nicht so top. Die haben eine sehr geringe Reichweite und die sind ultra langsam. Ja, 1150 Goldenes. Also 7,60 €. Ja, ich weiß nicht. Ja, das müsst ihr selber für euch entscheiden. Bereuen, dass ich es gekauft habe, noch nicht so ganz, aber man muss mit dem Schiff dann halt anders da umgehen. Man muss in anderen Gefilden arbeiten. Ich bin ja eher so der Typ, der halt auch mal von der Vorsicht weggeht und einfach mal in Extremformat nach vorne stürzt und einfach mal versucht, alles zu bekämpfen. Aber mit dem kann man das so nicht machen. Das ist eher so ein Typschiff von wegen hier. Ich tue aus der Distanz, also ja, Distanz so oder so, aber ich tue halt von aus der Flanke her arbeiten. Na? So richtig aus der Flanke, Front kannst du damit nicht machen. Selbst auch wenn deine Torpedos eine Reichweite haben, aber wir haben nur 4 Stück am Start. Er sagt links 2, rechts 2. Also, ja. Ja, nee, da ist 7,60 € nicht der Preis gerechtfertigt. Also, wenn wir jetzt mal von 3,60 € reden würden, dann okay, das würde dann deutlich mehr, ne? Aber so, ja. Ja. Also ich weiß nicht, wieso so eure Meinung ist. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare unten schreiben. Meine persönliche Meinung ist, das Ding ist jetzt nicht so absolut top.
Gut, das Flugabwehrgeschütz lässt sich halt für beides nutzen. Ja, das Flugabwehrgeschütz hat ja auch vorhin den einen Flieger ziemlich gut beschossen. Und ja, ist schon nicht schlecht. Aber so absolut top ist es auch wieder nicht. Also, ja. Ja, gut. Also, gut, halten wir mal zugute, das Ding verfügt über einen eigenen Tarnanstrich, ne? Das haben ja selten viele. Das haben ja selten wenige, eigentlich. So, ja, sind wirklich wenig Schiffe, wo, da muss man immer extra kaufen und ja, der hat seinen eigenen. Das setzen wir mal als groben Pluspunkt, so einen halben Pluspunkt rein. Ja. Naja, also wird bei mir ein paar Mal noch zum Einsatz kommen. Das steht fest. Das Ding werde ich noch ein paar Mal mitnehmen. Aber ja, nicht so ganz so top. Also was man zugutheißen muss, ist aber bei der Kanone die schnelle Nachladezeit. 1,7 Sekunden, jetzt mal ehrlich. Also die Schussfolge, die ist schon enorm. 1,7 Sekunden ist doch ganz schön top. Und dafür, dass wir eine sogenannte Bereitschaftsmunition von 80 Schuss haben, ist ja auch nicht schlecht. Das heißt, wir können 1,7 Sekunden 80 Mal hintereinander schmettern. Danach dauert es dann, naja gut, was sagt das System? Was war das jetzt nochmal hier? 27 Schuss pro Minute. Puh, ich glaube, da müssen wir das Doppelte von 1,7 auf, sagen wir mal, 2,7 Sekunden oder sonst was draufstellen. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht sind es auch 3 Sekunden. Aber letztendlich geht es auch. Ne? Also absolutes Frontschiff, nee, im Verband, ja, so ein bisschen, aber da muss man sich trotzdem ein bisschen außen halten, ne? So ein bisschen außen halten. Ja. Ist eine abgespeckte Version von der Mitscher-Klasse, muss ich auch persönlich sagen. Der Raketenwerfer ist jetzt nicht so der Top-Punkt, die eigentliche Mitscher-Klasse, weil der hat hier wenigstens noch 4x20 Oikons dabei, ne? Er hat ein bisschen noch mehr Flugabwehrmöglichkeiten und hier ist wirklich nur zwei Hauptgeschütze, zweimal Flugabwehr, das war's. Na gut. So viel zur USS Wilkinson. Geht, aber nicht ganz zu dem Preis. Na gut. Dann, ich hoffe mal, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken. Wenn ihr es so ist, könnt ihr mir ja mal ein Like oder ein Abo da lassen. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit der USS Wilkinson, wenn ihr sie kaufen euch solltet. Ja, was mache ich am Mittwoch? Moment. Zettel gucken. Okay. Am Mittwoch wird israelischer Flieger geflogen. Da, ich bemühe mich gerade hier diese P-51 mal freizuschalten, die anderen Modelle da. Ja, okay, wir kennen diese Flugzeugreihe schon, ne? P-51 oder den Bomber hier. B-17 und so weiter, aber trotzdem, ne? Trotzdem. Kann ja irgendwo was verändert sein. Die können ja auch so ihren eigenen Touch da drauf abgegeben haben, die Israelis, ne? Möglichkeiten gibt es. Kann ja sein, dass sie irgendwie gesagt haben, hey, wir haben eigene Motoren zum Beispiel erstellt und packen die jetzt da rein. Obwohl ich sagen muss, warum sollte man die Top-Motoren der Amis rausnehmen? Aber vielleicht hatten die auch eigene, wirklich bessere, ne? Oder Bewaffnung. Irgendwas wird vielleicht irgendwo was anders sein. Oder sie haben es original gelassen. Ne? Nur bei den Jets. Da haben sie auf jeden Fall dran rumgedoktert. Das wissen wir. Na gut. Dann hören wir uns wieder am Mittwoch. Bis dahin, bleibt mal gesund und bis dann. Ciao.